Tathaka und Konzentration. Ja, wir gehen heute nochmal auf Tathaka ein und in dem Zusammenhang auf das Thema Konzentration, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ja, was ist Konzentration eigentlich? Die Konzentration ist eigentlich die Essenz von dem Starrblick und ist genau das, was dich im Yoga weiterbringen wird. Die Konzentration ist die Fähigkeit der Einpünktigkeit des Geistes, also dass man alles andere ausblendet und mit seiner vollen Achtsamkeit sich auf eine Sache fokussieren kann. Wenn man den perfekten Zustand der Konzentration erreicht hat, also darin wirklich innehält, führt es direkt zur Meditation. Also der Übergang ist dann quasi so fast gleitend. Ich finde dieses allegorische Bild sehr schön. Und zwar ist die Konzentration vergleichbar mit einem Laser, das alle Strahlen des Lichtes in einer Linie von der Quelle ausgehend bringt, so dass sie in Einklang sind und nicht wie eine wirkungslose Glühbirne, die sich ihrer inneren Hitze nicht bewusst ist, die ist ja innerlich heiß, aber ihre Lichtstrahlen in alle Richtungen ausstrahlen lässt oder ihr Licht in alle Richtungen ausstrahlen lässt, von dem du aber als ja Anwesender gar nicht berührt sein wirst. Ja, also wenn du in 152 cm Abstand bist von diesen Lichtstrahlen, dann spürst du nichts. Beim Laserstrahl, da ist es jedoch so, dass du bei dem gleichen Entfernungsabstand ein Loch in deinen Körper gebrannt werden kann. Also hier ist eine Effizienz drin, in dieser Geradlinigkeit, in dieser Fokussierung, in dieses zu einer Einheit bringen. Und dann spricht man ja wieder von der Supereffizienz, ne? Und aber auch aus yogischer Sicht immer wieder von der Möglichkeit, in das höhere Bewusstsein eintreten zu können. Ja, wir wollen jetzt das Thema der Zirbeldrüse hier nochmal integrieren, weil sie tatsächlich im yogischen Kontext sehr wichtig ist. Also die Yogis gehen davon aus, dass die Zirbeldrüse den Zugang zum höheren Bewusstsein schafft, wenn diese stimuliert wird. Eigentlich ist es nur eine erbsengroße Drüse, die oberhalb der Wirbelsäule sitzt, im Zentrum des Gehirns, zwischen den Ohren und oberhalb des Kleinhirns. Wie gesagt, ist das die Antenne für höhere Vibrationsschwingungen und bei Stimulation, wie auch schon gesagt, schaffen wir dadurch den Zugang zu den subtileren Sphären, zu den feineren Sphären. Interessant dabei ist, dass die Zirbeldrüse mit den Augen in Verbindung steht über dem Sympathikus. Und das Zentrum vom Sympathikus wiederum ist der Hypothalamus. Und unser Hypothalamus ist ja unser Zentrum der Wachheit, des Schmerzes und der Lust. Wenn wir also in eine hohe Konzentrationsstufe kommen, führt es auch zu einer Sensibilisierung dieses Gesamtsystems. Und so wird dann auch die Zirbeldrüse angetriggert und das Eindringen in wirklich höhere Schwingungen kann erreicht werden. Das ist jetzt eine reine Beobachtung der Yogis gewesen. Interessant ist ja, dass beim Tathaka eben die physischen Augen sehr wesentlich ist. Das ist ja der Starrblick. Also du brauchst die Augen, um dich auf etwas zu konzentrieren. Und dadurch wird indirekt die Zirbeldrüse mit aktiviert über den Sympathikus. Und auch hier wieder, ne, schaffen wir quasi die Stimulation des Gesamtsystems über die Augen dann hinweg. Interessanterweise ist das auch ein ähnlicher Effekt im Pranayama. Also beim Pranayama wird auch der Hypothalamus aktiviert, weil dieser nämlich als das Zentrum der Atmung gilt. Und dadurch schaffen wir eine erhöhte Steigerung der Wachheit und Aufnahmefähigkeit. Also deshalb gehen wir davon aus, geistig, dass zum Beispiel Kapalabhati, die Zwerchfellatmung, die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Jetzt gehen wir nochmal auf Tathaka ein. Es ist jetzt teilweise sich wiederholend, aber es ist einfach umso wichtiger, sich nicht unter Druck setzen zu lassen bei dieser Praxis, sondern ja, zwar zu versuchen, in das Objekt seiner Wahl einzutauchen oder in die Idee oder Fragestellung, bis halt Dhyana, also die Versenkung, tatsächlich einfach passiert. Aber es soll immer nur spontan passieren, ohne dieses sich hinzwingen zu. Es könnte dabei wirklich sein, dass gerade dann eine Auffühlung geschieht von Gedanken. Lass sie kommen, aber zeig so eine Art Desinteresse, so als wenn sich das, nur als wenn dich das gar nicht berühren würde. Gut, also
Wir sagten ja schon, Tathaka ursprünglich der Starrblick mit dem Objekt deiner Wahl. Du kannst aber auch mit geschlossenen Augen laut der Katha Upanishaden dieses Bild auch in dein Herzzentrum integrieren, vielleicht hinter deinem Brustbein und dieses Bild oder Objekt dann in der Größe eines Daumens visualisieren. Das ist auch okay. Du musst nicht das hinter dem Punkt zwischen den Augenbrauen visualisiert halten. Ja, interessant ist, was vielleicht die wenigsten jetzt verstehen werden, dass dieses Objekt oder diese Idee oder Fragestellung, je tiefer du dann eintauchst, zu deiner Bewusstseinsform wird. Das ist jetzt etwas, was du erleben musst. Es ist so, als würdest du die Uressenz dieses Objektes sehen können, spüren können. Und das ist das, was wir erleben wollen. Ja, dann wünschen wir euch nochmal viel Spaß. Tathaka wird nochmal integriert sein, auch in dieser Lektionsstunde, wenn du denn möchtest. Und ja, wünschen euch viel Spaß. Ade.